Vielleicht kennt ihr folgende Situation, dass irgendjemand Daten aus einer Studie zitiert und ihr würdet gerne mal einen genauen Blick in die Studie werfen, um zu gucken, wie die Ergebnisse zustande gekommen sind. Aber leider ist die Studie weder verlinkt noch ist genau angegeben, um was für eine Studie es sich handelt. Und wenn euch das auch irgendwann mal so geht, dann habe ich hier so ein paar kleine Tipps für euch, wie ihr diese Studie finden könnt. So, in diesem Beispiel hier geht es um eine französische Studie. Es geht um genetisch manipulierten Mais. Und ja, das reicht erstmal. Und was ich als erstes mache, ist, ich so brauche erstmal Daten von dieser Studie, damit ich sie überhaupt finden kann. Ich brauche zum Beispiel den Namen der Autor oder den Namen der Universität oder des Instituts, für das diese Studie erstellt wurde. Und was ich deshalb zuerst mache, ist, ich mache so eine Art schmutzige Suche. Ich suche Artikel im Internet, die über diese Studie berichten. Und ich weiß, dass in der Fachwelt meistens auf Englisch publiziert wird, deswegen suche ich auch auf Englisch. Und ich rate jetzt irgendwelche Stichwörter, mit denen ich diese Artikel finden könnte. Jetzt in diesem Fall zum Beispiel French, weil es eine französische Studie ist. Study und dann Indian Corn. Und es kann natürlich auch sein, dass ich beim ersten Raten falsch liege und dann mal zurückkommen muss, um dann die Suchwörter anzupassen. So, also ich bekomme dann meistens irgendwie ja, ziemlich viele Artikel, die von dieser Studie berichten. Ich kann ja mal den hier zum Beispiel nehmen. Da ist die französische Studie schon im Titel drin. So, hier sehe ich dann zum Beispiel, hier finde ich dann auf jeden Fall weitere Suchbegriffe. Falls ich hier keine Daten finde, dann weiß ich zumindest, womit ich lieber gesucht hätte. Zum Beispiel heißt es nicht Indian Corn, sondern GM Corn für genmanipulierten Mais. Und es geht um Ratten. Und ja, ich habe dann hier irgendjemanden, der sich zur Studie äußert. Ich weiß nicht unbedingt, ob das ein Autor in dieser Studie ist oder nicht. Aber ich habe hier steht auf jeden Fall, die Forschung wurde durchgeführt von der Kane University und das ist halt so ein wichtiges Datum, mit dem ich dann die Studie besser finden kann. So, was ich dann mache ist, ich gehe nochmal zurück. So, jetzt kenne ich ja den Namen der Universität und ich kenne ein paar bessere Suchbegriffe. Und jetzt suche ich mit zum Beispiel Kane University und ja, Red, GM und Cancer. So. So, und dann mit diesen Daten finde ich dann weitere Artikel, die dann vielleicht ein bisschen konkreter sind und wo ich dann auch noch den Autorennamen finde. Wie zum Beispiel, ja, hier steht er jetzt schon im Titel drin. Ich könnte ihn natürlich auch jetzt in anderen Artikeln finden und wenn der Name ziemlich häufig auch auftaucht, dann kann ich mir sicher sein, dass es der Autorenname ist. Also, ich habe jetzt Seralini als Autorennamen gefunden. Und wenn ich den Autorennamen habe, dann ist es eigentlich schon ziemlich einfach, dann meistens die Studie zu finden. Ich kann ja zum Beispiel also nochmal mit Kane University, weil in Papern ist die Universität meistens dann mit angegeben. Seralini, PDF. Und für den Fall, dass er noch mehrere Studien hat, kann ich ja noch mit Red und GM hinzufügen. So, und dann scrolle ich runter. Und hier habe ich jetzt Glück gehabt. Die Studie liegt im PDF-Format vor. So, hier ist sie. Mit vollem Titel, mit diesem Autoren und ja, mit allen Daten, die ich gesucht habe. Und ja, ich kann natürlich den Fall haben, dass die Studie nicht im PDF-Format vorliegt. Dann ist PDF vielleicht ein schlechter Suchbegriff. Oder ich kann den Fall haben, dass das PDF nicht selber in der Suche ist, weil das nicht öffentlich verfügbar ist, sondern man das nur, damit man das kaufen kann. Ja, das sind verschiedene Sachen, die einem dann so bei der Suche noch auftreten können. Was ich für eine gute Quelle finde, ist zum Beispiel noch Google Scholar. Da kann ich meistens nur mit dem Autorennamen dann sämtliche Veröffentlichungen von diesem Autoren finden und dann ja, besonders wenn es so ein markanter Name ist, so wie hier in diesem Fall. Und hier ist dann diese Studie auch wieder mit drin. Und wenn ich jetzt
so viel Pech habe und die Studie ist jetzt weder über Google noch über Google Scholar oder so zu finden, habe ich noch weitere Möglichkeiten mit den Daten, die ich gefunden habe. Zum Beispiel haben viele Autoren auch eine Homepage oder auch noch oder so eine Art Mitarbeiterseite auf ihrer Uni, wo die dann ihre ganzen Paper verlinkt haben. Hier zum Beispiel habe ich ein Beispiel. So, hier oben ist der Link mit den Papers von diesem Autor. Und ja, da hat hier in diesem Fall halt seine ganzen Paper so fein säuberlich auf seine Homepage gesammelt. Also das kann noch eine Quelle sein, wo man dann die Rohdaten finden kann oder die Rohartikel. Und was noch sein kann, ist zum Beispiel, wenn das im Rahmen von der Konferenz oder so veröffentlicht wird und man hat vielleicht noch ein Jahr oder so gefunden, dann kann es auch sein, dass man hier, hier habe ich mal so ein Beispiel, das ist so eine Seite, wo die Veröffentlichungen von verschiedenen Konferenzen gefunden, aufgelistet sind. Und wenn ich dann weiß, auf welcher Konferenz und in welchem Jahr dann die Veröffentlichung stattgefunden hat, da kann ich dann einfach über einen Klick hinspringen und dann, ja, vielleicht hat der Autor so ein, vielleicht will ich nicht so viel tippen oder der Autor hat so einen nichtssagenden Titel so, dann will ich vielleicht die Suchfunktion nicht benutzen und kann dann direkt hinspringen. So, manchmal muss man halt so ein bisschen kreativ sein und dann irgendwelchen Hinweisen nachgehen, die man noch findet. Es kann zum Beispiel auch sein, dass die Universität dann selber so eine Datenbank mit Veröffentlichungen hat, wo ich dann etwas finden könnte. Also ich kann jetzt in dem Video nicht alle Möglichkeiten abdecken, die man dann so haben kann. So, und dann vielleicht noch ganz wichtig, wenn man denn Google Scholar und Google und Autoren-Homepage und Universitäts-Homepage und so weiter alles abgegrast und immer noch nichts gefunden hat, dann sollte man auch irgendwann die Suche beenden, weil es dann anscheinend der Fall ist, dass die Daten nicht im Internet verfügbar sind und dann sollte man dann die Ergebnisse halt, die dann da genannt wurden, noch mehr mit Skepsis behandeln, weil man sie dann ja nicht mehr überprüfen kann.